Der Küchenschrank ist bereits 80 Jahre alt und in einem guten Zustand, bis auf die zerbrochene Glasscheibe. Vor wenigen Tagen ist Kerstin halt umgezogen. Dabei ging die Scheibe zu Bruch. Die können wir einfach auswechseln. Kann man einfach auswechseln? Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das bröselt hier alles schon. Da setzen wir einfach eine neue Scheibe ein. Das ist super. Nehmen wir die Tür raus und tauschen die Scheibe aus. Ich lege vielleicht mal ein paar Zeitungen auf den Tisch, dann können wir das nämlich... Das ist eine gute Idee, weil wenn wir die Scheibe rausnehmen, damit wir da nicht so einen Haufen Scherben liegen haben. So, danke. So, jetzt müssen wir hier einfach nur das restliche Kit rausbrechen, damit wir an die Scheibe kommen. Mhm. Und dann machen wir alles schön sauber drumherum. Also wir müssen das Komplette rausnehmen, oder? Genau, einfach alles rausbröseln, dann können wir die Scheiben rausnehmen, damit das schön plan ist, wenn wir die neue Scheibe da reinsetzen. Sie können mir dabei helfen. Ich gebe Ihnen mal einen Schraubenzieher oder einen Spachtel. Können wir ausprobieren, wie es am besten funktioniert. Hier geht es schon ganz einfach. Das ist schon so alt, es geht schon von alleine ab. Ja, an der Stelle hier geht es irgendwie ein bisschen schwerer. Ich weiß nicht, wo dran ist. Ein bisschen vorsichtig, damit man das Holz nicht beschädigt. Mhm. Ich nehme mal einen Handschuh, damit wir uns nicht schneiden. Mhm. Da können wir sicher schon ein Stück Glas rausnehmen. Ich glaube, ich nehme mir dann auch mal einen. Ne? Ja, besser ist das. Oh, super. Geht ja ganz einfach. Am besten direkt auf die Zeitung legen, damit wir da nicht so viel Brösel haben. Mhm. Die alten Stahlstifte werden mit einer Kombizange herausgezogen. Müssen wir denn da neue Stifte reinsetzen, oder? Ja, wenn die Scheibe drin ist, sichern wir die mit den Stahlstiften. So. Muss das denn jetzt alles komplett sauber sein und staubfrei sein, oder? Ja, auf jeden Fall muss das restliche Kit raus sein, sonst passt die Scheibe da nicht ganz rein. So. Es muss alles plan auflegen. Klar. Wenn das jetzt alles sauber ist, können wir die Scheibe zuschneiden. Mhm. Das messen wir noch eben aus. 30. Mhm. Und muss das jetzt millimetergenau sein oder kann das eher so grob geschätzt werden? Das muss hier genau an der Innenkante aufliegen, auf diesem kleinen Steg. Ja, klar. Und dann natürlich rundherum. Also ganz genau Millimeter. Das Maß ist ausgemessen. Nun kann Nadine die neue Scheibe zuschneiden. Kann ich die Scheibe jetzt einfach auf dem Tisch schneiden, oder? Nee, Sie müssen auf jeden Fall eine gerade Unterlage haben und der Tisch ist ein bisschen uneben. Deswegen nehmen wir einfach hier ein ganz normales Regalbrett. Mhm. Und jetzt lege ich das einfach da drauf, ja? Genau. Wir haben das schon richtig eingezeichnet. Jetzt können wir direkt losschneiden. Okay. Der Glasschneider ist im Fachhandel erhältlich und kostet 15 Euro. Das geht ja eigentlich ganz einfach, ne? Einmal. Wie bricht man das? Also ich meine, muss man das nicht ganz durchschneiden jetzt? Nee, das reicht, wenn es angeritzt ist. Oh. Und dann kann ich es einfach abbrechen. Die Scheibe mit dem Maß 40 auf 40 cm kostet beim Glaser 6 Euro. Zur Stabilisierung der Scheibe schlägt Nadine neue Stahlstifte ein. Wie weit müssen wir rein? Einfach so, dass man sie nicht sieht von vorne. Setzen wir die da ein und dann können wir den Kit schon draufschmieren. Im Baumarkt kostet ein Beutel Leinöl-Kit 7 Euro. Eine Schüssel mit Spülmittel verhindert, dass der Kit an den Fingern kleben bleibt. Und wie viel nehme ich jetzt davon? Nur so viel, dass es auf der anderen Seite nicht durchscheint. Genau bis zu der Kante sozusagen. Und das verstreiche ich dann einfach? Genau. Und man sollte halt darauf achten, dass man ganz fein arbeitet, damit es nachher keine Schmiererei gibt. Nadine und Kerstin verstreichen den Fensterkit in den gesamten Rahmen. In wenigen Minuten ist er getrocknet und die neue Scheibe ist stabil befestigt. Das war jetzt im Grunde gar keine große Aktion, ne? Das ging jetzt total schnell. Alles in allem hat das nicht länger als 40 Minuten gedauert. Super. Voilà. Super. Für rund 28 Euro wurde aus dem Küchenschrank wieder ein Schmuckstück.